Moin, ihr Lieben. Zweiter Tag von der One-Punch-Man-Challenge. Ja, ich fühle mich gut. Ich habe allerdings ja auch nur mit jeweils 60 angefangen und 6 Kilometer. Schrägstrich, etwa nachher 7 Kilometer, die ich gelaufen bin. Ja, und jetzt gerade habe ich meinen Sohn im Tragerucksack zur Kita gebracht. Das waren jetzt insgesamt eine Tour 2,3, also 4,6 Kilometer, die ich gelaufen, also nur normal laufen im strammen Marsch, aber jetzt nicht joggen. Jo, hab da als Frühstück eben halt eine Portion Haferflocken gegessen mit Milch. Jo, und Ernährung ist natürlich auch dabei ein wichtiger Faktor, den man auch nicht außer Acht lassen darf. Jetzt kommt mein zweites Frühstück. Das besteht aus einer Banane, zwei Scheiben kleinen Roggendinkel, Vollkornbrot. Und damit mein Körper ein bisschen was Fett hat, noch Teewurst hier. Ja, dazu natürlich, Käffchen darf nicht fehlen. Kein Video ohne Käffchen bei mir. Ja. Und da die Ernährung da natürlich mit reinspielt, wollte ich das auch mal erwähnt haben. So, jetzt nach dem Frühstück mache ich ungefähr eine halbe Stunde Haushalt. Und dann geht es dazu über 10 Kilometer zu laufen. Jo, in dem Sinne, bis später. Ja, Kilometer 5. Ich würde sagen, ich laufe. Ja, der innere Schweinehund, ne? Der ist es ja immer. Der nimmt einen immer hinten, von hinten hart. Boah, Scheiße, Mann, wie schnell wird man faul? Aber das gibt's nicht. Weiter geht's. Das waren 10 Kilometer. Hoi. Den Rest des Weges werde ich noch ein bisschen den Kreislauf runterfahren. Ja, macht am meisten Sinn. Man soll ja nicht abrupt aufhören zu laufen. Aber hoi. Das ist aber wieder geil, wieder was zu machen. Wieder ein Ziel vor Augen zu haben und das dann auch wirklich durchzuziehen. Und ganz ehrlich, die Videos kommen ja jetzt immer einen Tag zeitversetzt rein. Die setzen mich schon so ein bisschen im Zugzwang. Ist auch so gewollt. Sprich, dass man selbst sich was beweist. Ich bin ja immer viel draußen unterwegs und ich habe mir gedacht, wie will man fit werden? Fitnessstudio bin ich nicht so der Freund von. Nur Eisenstämmen habe ich in meiner Jugend gemacht, habe mir dadurch einiges ein bisschen kaputt gemacht. Die Handgelenke gerade. Ja, einfach wieder fit werden. Was hilft mir dabei? Das draußen sein. Ich bin eh gerne draußen. Warum soll ich hier draußen nicht fit werden? Wieder. Und so soll es sein. Das ist der Weg. Ja, jetzt sind noch 40 jeweils von den Übungen, die ich machen muss. Sprich, 22er Sätze. Und dann habe ich den Tag geschafft. Und wir haben noch nicht mal. Wie spät haben wir? Kurz gucken. 11 Uhr, knapp. Also 10:57 Uhr. Ja, so gut. So schnell geht das. Hat man, wenn man will, in unter einer Stunde geschafft. Naja, weiter geht's. Ab nach Hause. So, Training ist vorbei. Jetzt gibt es ein Käffchen und einen Müsli-Riegel. Und dann wird erstmal kurz regeneriert. Wobei danach muss noch der Haushalt gemacht werden. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ich habe es heute geschafft. Ich bin stolz auf mich, ne? Wieder Power kriegen. Und ja, dann gucken wir mal das Fazit. Ne? Gewicht werde ich die erste Zeit sehr wahrscheinlich ein bisschen mehr verlieren. Allerdings ist es ja auch Sinn und Zweck der Übung, sage ich mal, Fettmasse in Muskelmasse umzuwandeln.
Und das wird sich mit dem Gewicht so sehr wahrscheinlich halten. Naja, gut. Wir werden sehen. Ich wünsche euch was.